denn machen, Alter? Ich hoffe, ich krieg noch Bomben. So, den hole ich mir jetzt mal mit Shenton. Kann ich euch das mal zeigen? So. Jetzt leuchtet er kurz so blau und jetzt habe ich ihn. Jetzt mache ich mal hier den Strom aus. So, jetzt könnte ich natürlich, wenn ich böse wäre, obwohl eigentlich bin ich böse, diese Mudakets jetzt ein wenig quälen. Das mache ich jetzt auch mal. Schlag einfach mal ein bisschen auf den einen. Irgendwas wollte ich jetzt dazu sagen. Ach so. Ja, wenn ich jetzt... Ich kann es nochmal dazu. Ich prügel mal auf ihn ein kurz. Wenn er dann wieder aufsteht, hält er sich so den Kopf und duckt sich. Das macht er natürlich nicht nur, wenn ich auf ihn einprügel, wenn ich ihm sage, pass auf. Der Slick hat auch eine eigene Sprache. Sag ich ihm, pass auf, dann duckt er sich auch. Dann kann ich nämlich schießen, ohne dass ihm was passiert. Mach ich jetzt nochmal. Zack, passiert ihm nichts. Weil ich kann mit dem Slick jetzt auch schießen. So. Das ist manchmal richtig sinnvoll, zum Beispiel, wenn da Slicks zwischen diesen Mudagans rumlaufen und ich die erschießen will, damit dann baller ich die Mudagans nicht mit über den Haufen. So, diesen Hebel werde ich garantiert nicht ziehen, weil damit löse ich die Falltür aus und der wäre tot. Und somit wäre dann die 100% Challenge, die ich vorhabe, schon im Eimer. Hier steht es auch nochmal. Arbeiter 96, Opfer 0, Geflohene 3. Und ich will am Ende da bitte zu stehen, am Arbeiter 0, Opfer 0, Geflohene 99. Habe ich noch nie geschafft. Aber für dieses Projekt nehme ich es mir mal vor. So, diesen Hebel, wofür war der denn nochmal? Okay, für gar nichts. Der weckt bloß den Slick auf, dann baller ich den mal über den Haufen schnell. So, was kam hier noch? Nichts. Ach, ich glaube, ich weiß jetzt auch, wofür der Hebel ist. Wenn diese komische Plattform unten wäre, könnte ich die damit wieder hochholen. Aber habe ich jetzt nicht vor. Jetzt will ich erstmal die Mudagans retten. Nur wie komme ich da hinten ran? Dem muss es doch irgendwo Bomben geben. So, und die lasse ich jetzt erstmal links liegen, denn dieses Fass hier, das ist wahrscheinlich auch sehr verdächtig. Ja, habe ich mir gedacht. Aha, da kriegt man Bomben her. Da ist eine Rumsmaschine, wie sich das so schön nennt. Was, nur eine? So eine Scheiße. Okay, ach, und das da rechts ist ein Scanner oder irgendeine Kamera, die verhindert, dass ich chante. Das kann ich jetzt nicht demonstrieren, weil wenn das Ding mich erwischt mit einem Blitz und ich verliere nämlich meine Granaten, die ich in der Hand habe, nehme ich jetzt ein und dann würde es rumsen und ich wäre tot. So, aber das Ding kann man werfen, das piept dann fünfmal und dann macht's bumm. Und solange ich es in der Hand halte, piept es dann noch weiter und wenn ich es dann irgendwann werfe. Und je länger ich es natürlich in der Hand halte, desto kürzer ist die Zeit, die es braucht, bis zu explodieren in der Luft. Das mache ich jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5. Bumm! Weg ist das Ding. Jetzt kann ich mir diese Slicks da unten auch schnappen, Patchend. Leider wird jetzt einer gleich über den Haufen geballert werden. Yep. Wenn die Slicks, die ich noch nicht eingenommen habe, sehen, dass ich einen mir durch Chant hole, ballern die den natürlich über den Haufen. Das ist klar. Weil der gehört ja nicht mehr zu ihnen. So, bei der kann jetzt sich nicht mehr wehren. Ah, noch einer. Bam! So, dieser Vogelkreis da unten ist jetzt weg, das macht aber nichts, weil wenn ich das Bild verlasse, was ja jetzt der Fall ist, und ich gehe wieder rein, ist der Vogelkreis wieder da. So, jetzt muss ich aber erstmal dieses Ding da zerstören. Ah, jetzt hätte ich es mal demonstrieren können. Na egal, muss ein andermal. Jetzt muss ich dieses Ding da zerstören. 2, 3, 4. So, jetzt ist der Vogelkreis wieder weg. Und jetzt ist er wieder da. Damit haben wir schon 5 Geflohene. Also, ich soll so mal sagen, also wenn ich jetzt hier, also nachdem, wenn ich diesen ersten Bereich hier, Rapture Farms, verlasse und ich habe keine 28, kann ich diese Challenge schon als gestorben abhaken, denn das wird dann nichts mehr. Weil ich kann eine Ebene, die ich verlassen habe, nicht noch einmal machen. Da bin ich dann weg. So, aber jetzt habe ich auch eine Bombe, damit kann, oder eine Granate, jetzt kann ich das da auch in die Luft jagen. Bumm. Und? Jawoll, sauber. Alle weg. Ja, hier kann ich runterklettern. Ach du Scheiße. Wollt ihr mich verarschen, Alter? Wie soll ich die denn da durchkriegen? Das geht doch gar nicht. Ich hoffe, da gibt's einen Hebel, um das noch abzustellen, ey. Ja, da gibt's einen Hebel. Aber ich glaube nicht, dass ich das damit abstellen kann. Ich denke eher, damit werde ich nur die Geschwindigkeit der Sägen austauschen können. Ja, sieht so aus. Och Mann, Alter, Leute. Ihr könnt mir doch nicht am Anfang schon sowas antun. Hallo.
Los, beweg mal deinen schlaffen grünen Hintern. Okay. Folge mir. Okay. Geh hoch, du Säge! Boah! Okay. Folge mir. Okay. Jetzt, komm. Folge mir. Geh jetzt mal bitte da runter. Ja, danke. Braver Junge. Okay. Folge mir. Okay. Jetzt kommst du bitte hier runter. Beweg endlich deinen Hintern, Alter, sonst trete ich dir rein. Okay. Meine Fresse, das regt mich immer auf, dass wenn die an der Kante stehen, musst du immer nur sagen, folge mir, folge mir. Und erst dann kommen die auch wirklich. Vorher nicht. Folge mir. Okay. Das ist im nächsten Spiel, Oddworld's Apes Exodus, wenigstens ein bisschen besser. Da laufen die einfach gerade durch den Abgrund. Manchmal ist das nicht vorteilhaft. Oh. Folge mir. Und das war mal richtig knapp, Alter. Manchmal ist das vorteilhaft, manchmal ist es nicht vorteilhaft. Okay. So, und jetzt bleibst du bitte hier stehen. Okay. So. Jetzt verändere ich die Geschwindigkeit der... Hallo, danke. Was steht da an der Tür? Kann ich kaum lesen. Ich glaube, es ist verurteilt oder sowas. Es ist echt schwer zu lesen. Folge mir. Okay. Also gehe ich mal dann davon aus, dass ihr im Video das auch da nicht lesen könnt. Folge mir. Komm. Boah, jawohl. Okay. So, jetzt muss ich leider warten, bis der putzt wieder, sonst kann ich den anderen nicht ansprechen. Putz doch mal endlich. Brav. Hallo. Nicht du, Alter! Mann, ich will dich nicht ansprechen! Oh, das regt mich immer so auf. Dass das Spiel nie macht, was ich will. Hallo. Na, endlich der Richtige. Ja, jetzt bist du wütend. Folge mir. Okay. Stopp. Okay. So, runter, du Säge. Folge mir. Komm. Okay. Jawohl. Jetzt wieder den Bildschirm verlassen. So, wieder zwei gerettet. Und hepp. Sehr schön. Ja, geschafft. Okay. So, jetzt aber... Huch! Hoppala! Falsche Richtung! So, jetzt kann ich mich aber mal um die hier kümmern. Dass die mal auch endlich in Sicherheit kommen. So, beweg dich mal. Boah, Alter, mach bloß nicht schnell! Lass dir ruhig Zeit! Ist ja nicht so, als ob du gleich vielleicht in den Tod... in den Tod geraten könntest. Hallo. Oder dass die die Glackens aus dir Hackfleisch machen könnten. Könnte ja alles überhaupt nicht passieren. Meine Fresse. Die haben echt die Arschruhe weg. So. Wieder zwei. Hep. Aber da oben war noch was. Hab ich gesehen. Nämlich hier, da gibt es so einen kleinen Hebel und da wird sich wahrscheinlich diese Klappe da öffnen. Und da kann ich rein. Haha. Jetzt die Frage, wie werfe ich mal gucke. Wenn ich mich natürlich selber treffe, wäre blöd. Also diese Kamera da, glaube ich, treffe ich nicht. Ich will schon den Slick treffen. Ja, perfekt. Es klappt doch heute, Mensch. Jetzt kann ich das mal demonstrieren mit der Kamera da oben. Ich chante. Zack, verpasst sie mir einen Schlag. Dann kann ich das auch vergessen mit dem Chanten. Deswegen hätte ich mir auch diesen Slick jetzt eben gerade nicht holen können. Och, ist ja nicht so weiter schlimm. Ich hoffe nur, der wird jetzt nicht getroffen, da der Mudakin. Ein Stück weiter weg lieber. Sehr schön. Naja, für einen Mudakin war das jetzt nicht so schwer. Ach, da fällt mir jetzt gerade auch was auf. Ihr seht doch diesen Vogelkreis hier. Der fliegt ja die ganze Zeit so im Kreis. Im Gegensatz zu dem Vogelkreis da oben, der ist nämlich für mich. Der fliegt nicht nur im Kreis, der dreht sich auch noch um sich selbst. Denn diese Vogelkreise sind so kenntlich gemacht, weil die immer nur für mich bestimmt sind. Damit könnte ich nämlich Mudakins nicht retten. Mudakins kann ich nur mit diesen Vogelkreisen öffnen, die einfach nur im Kreis fliegen. Das kann ich auch jetzt mal kurz demonstrieren, weil wenn da keine Mudakins in der Nähe sind, passiert Folgendes. Zack, geht einfach wieder zu. Und wenn ich das hier mache, ja, ich weiß, es ist böse auf mich, weil ich chante, dann bleibt das offen und ich kann reinspringen.
Das hat nämlich den Grund zur Folge, dass das hier eine Klappe ist, da kann ich nämlich nicht hochklettern. Das ist der einzige Weg, womit ich wieder zurückkomme. Jetzt müssen wir mal zurückgehen und kontrollieren, ob ich auch nichts vergessen habe. Also, wenn das jetzt hier wirklich auch noch ein Geheimgang ist, ach, ich will es nicht ausprobieren, sonst muss ich so viel wieder machen, Alter. Boah, das wäre übelst böse, wenn das auch noch ein Geheimgang ist. Aber eigentlich, wenn ich mich daran erinnere, hat der Mudaken, wenn ich den da runtergelassen habe, immer geschrien. Also kann das eigentlich kein Geheimgang sein. Das ist natürlich auch nur so eine Sache. Wenn man das Licks rein befördert in so eine Klappe und die schreien nicht Hilfe, dann ist es kein Loch, sondern ein Geheimgang. So, ich gehe jetzt einfach mal weiter. Zu den Verpackungen. Noch ein Mudaken. Hallo, folge mir. Okay. Da ist noch einer. So. Du bleibst. Okay. Wie ein Hund, bleib. Hallo, folge mir. Okay. Ja. Und dann gibt es nicht so viel zu erzählen. Was ich jetzt vielleicht noch sagen könnte, ist, sicher fragen sich jetzt einige Leute, warum ich das mache, hier diese ganzen Mudakens zu retten, wo es doch viel lustiger wäre, sie in die Luft zu jagen, zu erschießen, zu verprügeln, was weiß ich alles. Ja, das mag schon richtig sein, aber wenn man nicht mehr als 50 Mudak nicht mehr als 49 Mudakens, also die Hälfte, rettet, wird ein böse, beschaltet man nur das böse Ende frei, wo man selber stirbt. Wenn man 50 oder mehr rettet, wird man selbst auch gerettet. Denn diese Sequenz eben gerade, wo, also dieser Intro, wo ich dann in der Luft hing, das war eigentlich schon vom Ende. Und Abe erzählt jetzt eigentlich die Geschichte, wie das alles passiert ist. So, und jetzt habe ich ja so eine Situation, wo ich mal ausprobieren kann, ob das da unten ein Geheimgang ist. Okay, es ist keiner. Er schreit nicht Hilfe. Kann ich hinterher. Wo ist denn der Slick hin? Ach, da! Hä? Warum rennen die alle runter? Sind die bescheuert? Okay. Ich habe keine Granate mehr. Aber das macht's einfacher für mich. Ja, aua. Ich habe Angst, wenn ich jetzt da runtergehe. Ich glaube, ich. Ach, ich hab totalen Schiss, Alter. Ich bring den erstmal runter. Mann, komm, beweg dich, Alter. Du stehst ja schon in der Kante. Ich hab Angst, Alter. Ich hab ganz viel Angst. Oh! Ist ja doch nicht so schlimm. Okay, ist es doch, aber. Nein, nein, ich habe einen ganz miesen Fehler gemacht. Ach du Scheiße. Wie soll ich denn das jetzt hinkriegen? Es gibt nur eine Möglichkeit. Auf jeden Fall muss ich mir erstmal eine Granate holen. Komm doch mal her. So, hier wartest du bitte. Boah, Glück gehabt, Alter. Hätten die jetzt gesehen, wie ich da gehangen hätte, hätten die geschossen und die Mudagens wären tot gewesen. Nicht du, Mann! Warum musst du denn aufstehen, du verdammtes Dreckschwein? Ah, ich bring euch um mit. Jawohl. Na, warum lachen die nur? Die sind tot. Verdammte Scheiße, Alter. Warum muss dieser Vollidiot denn aufstehen? Er ist nicht so weit hinten. Okay, also muss ich mir merken, nie und nimmer den Mudaken von da oben schon vorher darunter lotsen. Das ist überhaupt keine gute Idee.